Hallo Freunde und herzlich willkommen zum großen Finale meines Let's Plays von Paper Mario Sticker Star. Ich befinde mich jetzt erneut vor Bowsers Flugfestung und wir werden alles Erdenkliche tun, um den letzten Royal Sticker von Bowser höchstpersönlich zurückzubekommen. Also, ihr dürft gespannt sein, denn jetzt wird's richtig episch. Habe ich Kamek ja schon besiegt, also der wird uns hier jetzt nicht mehr in die Quere kommen. Und selbstverständlich habe ich mich für diesen wichtigen Kampf mit reichlich Sticker eingedeckt. Ich habe natürlich auch 100 KP, also ich habe schon längst alle KP Plus gefunden. So, ihr seht, ich besitze unter anderem einen Mega Color Endless Sprung, dann habe ich hier noch einen großen Glitzer Eisensprung, einen großen Glitzer Auerhammer, einen großen Glitzer Kühlhammer, einen großen Glitzer Seriensprung, normaler Glitzersprung, Color Sprung, einen Mega Color Hochhammer, die Schere, noch einen großen Glitzer-Kühlhammer, dann ein paar Glitzer-Eisensprünge. Neben der normalen Schere habe ich auch die Haarschere nochmal zum Sticker gemacht. Dann habe ich die Klimaanlage dabei, den Kühlschrank, die Schneiderschere, noch mehr Glitzer-Eisensprünge, einen Color-Hüftpushen, einen Glitzer-Hüftpushen, einen Color-Endlos-Sprung, Glitzer-Seriensprung-Sticker habe ich ein paar Mal dabei und auch normale Color-Klonsprünge, Glitzer-Hammer, Glitzer-Auerhammer, zwei Glitzer-Powerblöcke, eine Color, zwei Color-Feuerblumen sogar und zwei Glitzer-Feuerblumen, ebenso gleich drei Color-Eisblumen und vier Color-Eisblumen sogar und dann noch eine Glitzer-Eisblume, zwei Superstiefel, zwei Glitzer-Superstiefel, einen Glitzer-Froschanzug, einen Glitzerschweifen, der paranormale Schweifstick habe ich auch noch, den Ghetto-Blaster, das Sirup-Eis, die Nähschere, das Klebeband, einen Glitzerpanzer natürlich, um einen Lebenspunkt auch aufzufüllen, einen Color-Pilz und zwei Glitzerpilze. Ja, und noch 324 Mützen, um auch das Stickerrad oft genug einsetzen zu können. Und ja, ich denke, mit dem allen bin ich bestimmt stark genug, um Bowser die Stirn bieten zu können. Also dann, es geht los! Und glücklicherweise müssen wir nicht, wie damals im N64-Teil, die komplette Festung von Bowser irgendwie durchqueren. Nein, wir kommen direkt zu Bowser. Wir müssen hier jetzt nur noch mal ein kleines Hindernis überwinden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Stacheln plumpsen. Und dann kommen wir auch schon auf direktem Weg zu Bowser. Und ihr könnt mir natürlich eines glauben, für den finalen Boss haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen, was der so für Tricks drauf hat. Und natürlich hat er auch enorm viele Lebenspunkte. Der Kampf an sich ist in 5 Phasen unterteilt. Also das wird eine Weile dauern, bis wir ihn wirklich besiegt haben. So. Und schon sind wir so gut wie da. Oh, tja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mario! Die Prinzessin! Hey, das ist doch Prinzessin Peach! Ist sie nicht ein Augapfel? Schnell, retten wir sie, solange Bowser nicht in der Nähe ist. Ja, du hast recht. Oh nein, er ist da! Bowser! Endlich stehen wir uns gegenüber, Bowser. Moment mal, du bist zum Royalsticker ja ganz funkelig. Wir haben keine Angst vor dir. Wir haben uns den ganzen Weg hierher gekämpft, um dir diesen Royalsticker von deiner hässlichen Stirn abzuziehen. Also, rück ihn schon raus. Hey, was soll das? Tja, Leute, der Kampf beginnt. Phase 1. Und Bowser holt sich gleich mal Verstärkung. Eh klar, er hat's ja nötig. Oh weia. So, aber wir drehen gleich mal am Stickerrad. So, immerhin zweimal dürfen wir angreifen. So, und ihr seht schon oben
461 Lebenspunkte, also Bowser selber hat 400 und die Gegner zusammen halt auch nochmal 61. Ein Parker Cooper, ein Feuerbruder und eine Piranha-Pflanze und Bowser selbst. Gleich hier in der ersten Phase empfiehlt es sich, in meinen Augen das Klebeband zu verwenden. So, hier, Klebeband. Um Dinge an andere Dinge zu kleben. Achtung, klebrig. Also dann, nehmen wir erstmal das Klebeband und dann... Tja, was nehmen wir dann? Dann nehmen wir am besten eine Color Eisblume. So, also dann, Klebeband bitte. Jetzt wird's klebrig. Aha. So, festgeklebt, bewegen unmöglich. Haha, so, und jetzt Color Eisblume. Sehr schön. So, Bowser kann sich zwar wieder bewegen, aber... Seht mal im Hintergrund, die Türen sind zugeklebt und das heißt, Bowser kann sich keine weitere Hilfe mehr holen. Das war auch der Sinn der Sache. So, als nächstes möchte ich noch zweimal wenigstens angreifen, bitte. Ja, sehr gut. Okay, und zwar kümmere ich mich mal um den blöden Paracooper mit einem... Ja... Glitzer-Eisensprung? Habe ich nicht einen normalen? Ich habe einen Glitzersprung, das sollte reichen. Und dann noch einen... Habe ich ihn hier irgendwo? Einen Glitzerhammer für die Piranha-Pflanze. So. Exzellent. So, der ist weg. Und jetzt Glitzerhammer. Bams. Super. So, jetzt steht Bowser alleine da, aber... Wow, er ist trotzdem noch immens stark. So, was mache ich jetzt mit dir? Er hat immer noch 388 Lebenspunkte. Tja, da empfiehlt es sich ja eigentlich jetzt mal, irgendein Dings einzusetzen. Wie wäre es mit der Haarschere? Sollen wir ihm die Haare schneiden? Was meint ihr? Ich würde sagen, ja. So, die Haarschere legt los. Voll so ein Scherentanz, wie das mal aussieht. Gut, super. Oh, kein Exzellent, naja, egal. So, das war's. Und Schnipp, 30 KP verloren. So, immer schön blocken. So, habe ich noch was für dich? Ich hätte hier einen großen Glitzer-Kühlhammer, wie wär's damit? Bams. Oh, Flammenatem. Wow, das macht 10 Punkte Schaden, wenn wir nicht richtig blocken. Okay, so, was könnte ich noch mit dir machen? Wie wär's mit einem großen Glitzer-Eissprung, obwohl... Nee, den hebe ich mir noch auf. So, noch ein großer Glitzer-Kühlhammer. Nur für dich! So, jetzt haben wir geblockt, das macht nur 5 KP Schaden. Und, jawohl, Leute, wenn er weitergeht, dann geht es auch weiter zu Phase 2. Wir folgen ihm natürlich. So, Phase 2 beginnt. Erst einmal heilt er sich, der Mistkerl hat wieder 350, ne, er hat sogar 400 Lebenspunkte und oh mein Gott, er schützt sich echt mit einem Wump, ich fass es nicht. Und genau da ist es praktisch, wenn man eben, so wie ich gerade, einen großen Glitzer-Auerhammer dabei hat, ich glaube, ein normaler würde es auch tun, aber großer Glitzer-Auerhammer ist er praktisch, weil, trifft einen einzelnen Gegner mit einem wirklich kräftigen Schlag von der Seite und das wird dazu führen, dass der Wump einfach umkippt und aufs Maul fällt. Weil sonst können wir ihn nicht angreifen, also. Großer Glitzer-Auerhammer. Zack! So, Achtung! Ja, seht ihr? Oh oh. Er sieht das, ja, man sieht, dass sein Rücken entblößt ist. Er ist jetzt aber irgendwie gerade nicht umgefallen. Warum nicht? Au! Au! Aua! Ha! Jetzt habe ich gerade einen Sticker bekommen. So, er setzt sich wieder hin. Ich habe einen... Color Hochhammer bekommen, ne? Ich brauche aber einen... Ich glaube, ich habe hier noch einen Glitzer-Auerhammer. So, komm, er muss unbedingt umfallen. Zack. Mann, der kippt einfach nicht um. Na, warte. Ach, ich verstehe das nicht. Wieso fliegt er nicht aufs Maul? Du musst doch auf die Fresse fallen, du blöd Ass. Du blöder Stein, du. Au, aua. Okay, na warte, wenn du nicht anders willst, dann werden wir was anderes probieren.
So, Stickerrad. Jawohl! Ich darf dreimal angreifen. Awesome! Und da ich drei Pilze habe, werde ich jetzt auch mal um 20 KP geheilt. Das ist super. So, wenn es ihn mit so einem blöden Hammer irgendwie nicht umhaut, dann habe ich hier zum Glück noch einen Glitzer-Powerblock. Den müsste er aber nicht verkraften können, also da müsste er wirklich auf die Schnauze fallen. So, und dann hätte ich noch einen Glitzerhammer und einen Color-Hüpf-Puschen. So, Glitzer-Powerblock. Exzellent. So, jetzt Achtung. Kippt er um. Er kippt nicht um? Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt kippt er um. Nee, auch wieder nicht, oder? Ja, sag mal! Das gibt's doch nicht! Der kippt nicht um! Der muss auf die Fresse fallen, verdammt! Ich verstehe das nicht! Warum kippst du nicht um? Ja, so, aber jetzt, er soll halt dann, wenn dann liegen bleiben. This is dumb, but I don't get it. Okay, Glitzer Power Block. Color Hochhammer. Darf aber nicht wahr sein. Jetzt! Na endlich! Mann, das hat gedauert. Jetzt ist er endlich mal aufs Maul gefallen und jetzt wird er auch so schnell nicht wieder aufstehen, der gute Wump. Und das bedeutet, wir machen einen Color Klonsprung auf seinen Rücken. So, der ist hin. Es kommt doch kein zweiter mehr und Bowser ist wieder dran. Die Musik ist auch cool. So, was habe ich denn für dich? Wie wäre es jetzt doch endlich mal mit dem großen Glitzer-Eisensprung? So. Ja, nicht schlecht. So, und wie gesagt, wir müssen ihm in den einzelnen Phasen nicht alle Lebenspunkte abziehen. Es reicht, wenn er eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten verliert und dann geht es automatisch weiter zur nächsten Kampfphase. So, wie wäre es jetzt ausnahmsweise mit einem Color Hochhammer? Kann man ja mehrmals treffen. Ja, oder auch nicht wirklich. Oh oh. Ja, abgeblockt. Immer noch nicht genug. Wie wäre es dann mit der normalen Schere? So. Auf geht's, Jungs! Zerschnippelt ihn! Exzellent! So! Und schnipp, 30 KP verloren! Haha! Das gefällt dir gar nicht, was? So, oje, unsere Lebensenergie ist ein bisschen, schlecht, aber dagegen habe ich ja was. Hier, Glitzerpilz! Exzellent! Und wir werden 60 KP geheilt. Geil! So. Na warte, ich krieg dich schon noch. So. Was der alles aushält. Ich will aber meine Münzen noch nicht verschwenden. Wie wär's jetzt mal mit einer Color Feuerblume? Zack. Ja gut, das macht leider nicht so viel Schaden, weil er ja auch ein feuriger Gegner ist. So, jetzt müsste aber dann bald zu Phase 3 übergehen. Ich hoffe es. Also, Glitzereisensprung. Ja, Feuer. Geblockt. Immer noch nicht genug. Na gut. Ich habe hier noch eine Color Feuerblume für dich. Zack. Okay, immer noch nicht genug. Dann noch ein Glitzer-Eisensprung obendrauf. In your face, Bowser. Mann, das gibt's doch wohl nicht. Was mache ich nur mit dir? Du treibst mich in den Wahnsinn. Dann wirst du abwechselnd mal mit etwas Erfrischung. Eine Color-Eisblume vielleicht bringt das bei dir etwas mehr. Nee, auch nicht. Habe ich gerade irgendwie versemmelt. Jetzt hat er schon unter 250 Lebenspunkte und der macht immer noch nicht weiter mit der nächsten Phase. Tja. Komm, nochmal. Color Eisblume, diesmal aber richtig. Ja, gut und
Naja, 9 Lebenspunkte nur. Wow, ist das heiß. Was mache ich denn nur mit dir? Noch einen Glitzer-Eisensprung habe ich für dich. Hier. Take this, du Spacken, du. So, komm, jetzt muss doch endlich mal weitergehen mit Phase 3, bitte. Ja, endlich. Leute, es geht weiter. Phase 3 steht an. Endlich. Es hat ganz schön gedauert. So, der Hintergrund verändert sich. So. Aber die ganze Lava gefällt mir überhaupt nicht. So, erste Mal heilt er sich natürlich wieder, der Drecksack hier, 300 Lebenspunkte, und ihr seht, jetzt springen hier diese komischen lebendigen Flammen herum. Mit denen versucht er uns anzugreifen, aber was er nicht weiß, ist, dass ich etwas dabei habe, um ihm das zu verhindern. Ich nehme jetzt einfach den Kühlschrank. So, jetzt gibt's eine Eiszeit. Weil damit kann ich nämlich die Flammen einfach einfrieren. Gut, super, exzellent. So, er verliert auch Lebenspunkte. So, wow, 45 Lebenspunkte hat er verloren. Seht ihr, er will uns angreifen, aber funktioniert nicht. Na, wer lacht jetzt? Ich. Das ist allerdings nicht für immer. Also nach einigen Runden werden die Flammen wieder auftauen, aber ich habe noch ein paar andere Sachen dabei, die dann ebenfalls wieder einen Einfrier-Effekt bewirken. So, ja, damit hat er nicht gerechnet, nicht wahr? Okay, komm, Sigarat. Das war knapp, weil 3 Giftpilze würde für mich nicht so gut aussehen. So, jetzt mache ich ausnahmsweise mal einen Superstiefel und dann einen Glitzerhüpfbusch. So, Superstiefel, Glitzerhüpfbusch. Attacke! Verdammt, wieso geht das nicht? Ja, weil du ein Trottel bist und weil ich deine Flammen eingefroren habe. Das hättest du nicht gedacht. So, Glitzerhufhammer. Zack, zack. Ne? Der kann uns nicht angreifen, solange die Flammen eingefroren sind. Oh je, jetzt sind sie leider wieder aufgetaut, aber das macht nichts. Was sie unter anderem auch nochmal einführen kann, wäre das Sirup-Eis. Das werde ich jetzt auch mal verwenden. So, jetzt gibt es hier lecker Eis. Allerdings nicht zum Schlecken oder Löffeln, sondern zum Einfrieren. So, gut. Super. Exzellent. Jawohl. So, alles wieder eingefahren. Er nimmt nochmal 20 KP Schaden und er kann uns wieder nicht angreifen. Vollidiot. So, jetzt müsste es dann bald weitergehen zu Phase... Phase 4. Glitzereisblume. Schwupps. Oh je, das tut mir aber nicht leid, dass du uns nicht angreifen kannst. So, was hätten wir noch für ihn? Die Schneiderschere, die hebe ich mir natürlich noch auf. Hier, ein Glitzereisblume habe ich sogar noch. So, hier, für dich. Take this, du Spackofatz. So, weniger als 200 Lebenspunkte hat er schon. Und er kann es immer noch nicht angreifen. Haha, ich lach dich ja so aus und ach nö, jetzt sind die Flammen schon wieder da. Tja, dann bleibt nur noch mehr die Klimaanlage. Die kann nämlich auch wieder alles einfrieren. Also, die Flammen. So, ein drittes Mal. Du willst es ja nicht anders. Wenigstens nimmt er dadurch auch wieder Schaden. Exzellent. So, wie viel zieht's ihm ab? 35. Aha. Tut mir leid, das wird nichts. Und er hat gecheckt, dass das keinen Sinn hat und er geht weiter. So. Also dann, Phase 4, die ist jetzt richtig kacke irgendwie in meinen Augen, weil... Nicht nur, dass er sich natürlich wieder einmal komplett heilt, nein... Er ruft sich jetzt noch einen fiesen Kettenhund zu Hilfe und wir wissen ja, Kettenhunde sind eigentlich immun gegen absolut alles. Außer, ich verwende einen Schweifsticker und schleudere den Kettenhund einfach auf ihn zurück. Wenn ich das richtig time, dann, ja, dann habe ich Glück. Wenn ich es versemmle, dann ist das natürlich nicht so toll. Also, Schweif. So. Autsch. So, Achtung, wenn er kommt. Nein, das war nix. Das habe ich versaut. Okay, dann nochmal.
Ich muss ihn wirklich genau treffen können. Aua. Ha! Jetzt habe ich ihn zurückgeschlagen. Seht mal. Haha, er ist runtergefallen. Yay. Das war geil. Nein, der Realstick ist mit Bowser gefallen. Ja, aber Leute, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass das schon alles war. Oh nein, es kommt immer noch Phase 5 dran. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Holy shit! Es ist ja ganz riesig! So Leute, das ist der finale Kampf gegen Bowser. Er ist nicht nur riesengroß und glitzernd, sondern er hat auch unverschämte 500 Lebenspunkte und ich habe nur mehr 25, das gefällt mir gar nicht. Ja, Glitzerpilz und dann... ja, keine Ahnung. Allereisblume vielleicht. So. Exzellenz. So, wir werden geheilt um 60 KB und jetzt Allereisblume. Zack, zack, zack. So, das macht ihm natürlich überhaupt nicht viel Schaden und oh mein Gott. Wow, Alter! Mit einem Schlag schleudert er uns durch die Gegend. So, wartet mal. Jetzt wäre es auf jeden Fall wichtig, noch einmal öfters anzugreifen als nur einmal pro Runde. So. Und vielleicht sogar dreimal, das ist noch besser. Okay. Ja, yeah, ein paar Münzen noch dazu, das ist gut. So, ich nehme jetzt erst einmal einen Glitzer-Superstiefel. Weil der erhöht ja die nachfolgenden Sprungattacken. Und dann nehme ich einen Glitzer-Seriensprung. Wir werden ja durch den Superstiefel eh geschützt. Das kann ich eigentlich gleich zweimal machen. Beziehungsweise den Kalaklon-Sprung könnte ich dann auch machen. Schauen wir mal. Also, Glitzer-Superstiefel und jetzt Glitzer-Seriensprung. Verdammt. Das macht auch nicht viel Schaden. Was soll das denn jetzt? Kalaklon-Sprung. Das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Oh, Mann, voll platt gehauen. Oh nein, wir sind zerknittert, wir können uns nicht bewegen. Verdammt! Mario! Ey, wie wir aussehen. Der letzte Realsticker wird unser Ende sein. Seine Funkelkraft ist zu stark. Unsere Sticker sind nutzlos dagegen. Mario, es führt kein Weg daran vorbei. Du musst mich als Sticker einsetzen. Was? Was soll ich tun? Hör mir gut zu, Mario. Die einzige Macht, die der Funkelkraft dieses Royal-Stickers ebenbürtig ist, ist eine Funkelkraft, die vom gleichen Stickerstern stammt. Das bin ich. Mit deinem Mut und meinem Glitzer kannst du Bosse mit der Macht von 1000 Stickern schlagen. Verstehst du das? Bitte sag, dass du das verstehst. Ich gehe jetzt in dein Album. Und weh, du verkaufst mich in einem Stickerladen, das verzeih ich dir nie. Aber Kersti, nein, tu das nicht! So, oh mein Gott, und jetzt werden wir megamäßig noch zerklatscht. Wow! Holy shit. So, jetzt sind wir wieder normal. Ja, und Kersti ist tatsächlich zu einem Sticker geworden. Kersti, sie opfert sich und überträgt Mario ihre ganze Kraft, um ihn zum Sieg zu verhelfen. Da werde ich sie natürlich auch mal einsetzen. So, ich bin bereit. So, Kersti, los! Danke fürs Aufkleben, Mario. Ich gebe dir all meine Glitzerkraft. Du musst gewinnen. Wenn ich so zurückdenke, wird mir klar, dass ich dich mehr oder weniger dazu gezwungen habe, mit mir auf dieses Abenteuer zu gehen. Es tut mir leid. Wir haben viel miteinander durchgemacht, aber wir hatten auch viel Spaß. Und nun... leb wohl! Nein, Kersti! Aber jetzt haben wir ihre Macht. Jetzt haben wir nämlich das Kersti-Stickerrad! So, Spezialgewinn. Aha! So, wir dürfen jetzt nämlich sage und schreibe 5-mal in einer Runde angreifen und werden sogar noch geheilt um 20 KP. So, jetzt geht es Bowser wirklich an den Kragen, denn jetzt nehme ich erstmal einen Glitzer-Superstiefel, einen weiteren Glitzer-Seriensprung, einen normalen Seriensprung, noch einen Seriensprung und dann noch einen Kala-Endlos-Sprung, irgendwie so. So. Jetzt geht's richtig ab. Seht ihr, wie viel Schaden wir machen? Richtig episch. So, gleich nochmal.
So. Und... Haha, die Hand ist kaputt. Und gleich nochmal. Seriensprung. So, ich glaube, jetzt müsste er seine andere Hand auch verlieren, oder? Nee, Karl-Eintl-Sprung. So. Egal, die Hand wird auch schön Schaden nehmen. So, schauen wir mal, dass er vielleicht unter 200 Lebenspunkte kommt. Oder irgendwie so. So, na warte. So, das genügt. Und die andere Hand ist ebenfalls abgefallen. Verdammt nochmal! Jetzt guckst du dumm aus der Wäsche, nicht wahr? Wow, 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 oh nein! Er hat meine Sticker verbrannt, dieser verdammte Mistkerl. Mein schöner Mann, mein Schneiderscheren-Sticker. Das willst du büßen. Na warte. Erst einmal heilen wir uns mit einem Colorpilz. Dann verwende ich einen Mega-Color-Huchhammer. Ja. Dann... Warte mal, jetzt ist ja nur noch mal sein Face übrig. Ich habe noch einen weiteren Superstiefel. Oh ne, warte mal. Warte mal. Vorher noch den Ghetto-Blaster einsetzen, weil der verdoppelt unsere Angriffskraft. Und dann den Superstiefel und dann noch zu guter Letzt den endgeilen Mega-Color-Endlos-Sprung. Also jetzt gibt's richtig auf die Fresse, Bowser. Du hast es nicht anders verdient. So, Colorpilz. So, volle KP. Mega-Color-Huchhammer. Zack, zack, zack. So, und jetzt Ghetto-Blaster. Hit it! Fühl den Beat. So, super. So, Angriffskraft verdoppelt. Und jetzt nochmal verdoppelt durch den Superstiefel. Jetzt geht's auf die Fresse. Ja, mega Color Endless Sprungsticker. Das wird ihn vernichten, Freunde. Oder auch nicht ganz. Wow, 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 vorsichtig. Tja, jetzt geht ihm aber langsam die Booste aus. Wir haben immer noch doppelte Angriffskraft. Das heißt, Color Sprung. Und Color Feuerblume. Was habe ich sonst noch? Einen Glitzerpanzer. Und falls das immer noch nicht reichen sollte, habe ich immer noch die Nähschere. So, und ich glaube, das ist dann auch soweit alles. So, ich glaube, das sollte dann reichen. Color Sprung. Aua, nee, funktioniert nicht. Color Feuerblume. Die funktioniert. Zack. So. Glitzerpanzer. Und BAM! Und das war's, Leute! Ich hab gewonnen! Awesome! Endlich! Das war's endgültig für Bowser. Tja, da bist du platt. Platt wie Papier. Und da ist der letzte Royal-Sticker. Der allerletzte. Endlich! Royal-Sticker erhalten! Tja, jetzt müssen wir nur noch eines tun. Wir müssen Prinzessin Peach noch befreien. Du verdammter blöder Mistkerl, das hast du jetzt davon. Wie kannst du uns nur... Ach, das werde ich dir nie verzeihen. Wegen dir musste Kirsty sich opfern. Ich fasse es nicht. Aber nun gut. Ich danke dir, Mario. Ich wusste, ich kann wie immer auf dich zählen. Nun, da der Royal-Sticker abgezogen wurde, sollte Bowser wieder zur Besinnung kommen. Er wurde ziemlich flach geklopft, aber das ist er ja gewohnt. Ich denke, wir brauchen uns keine Sorgen um ihn zu machen. Ihm geht es bald besser. All dies ist also geschehen, weil die 6 Royal-Sticker in der Nacht des Stickerfests auf dem Kometen angeflogen kamen. Es scheint so, als könne die Macht Wünsche zu erfüllen Zerstörung bringen, wenn sie ohne Weisheit genutzt wird, oder? Ah, das hier sind also die Royal-Sticker. Es war sicherlich schwierig, alle 6 zu finden. Doch dank deines Einsatzes ist mein Wunsch nach Frieden im Königreich
Nein, warte. Es war der Wunsch von uns allen gesamten Königreichen. Der hat sich erfüllt. Und jetzt nutze bitte die Macht dieser Royal Stick, um deinen eigenen Wunsch zu erfüllen. Mario, was ist dein Wunsch? Yippie! Super! Yippie! Tja, das Stickerfest findet erneut statt. Und alle sind glücklich. Liebe Bewohner des Pilzkönigreichs, heute Nacht wird endlich das Stickerfest wiederbelebt, das Symbol des Friedens. Jedoch wird uns dieser freudige Tag nicht dank der Macht des Stickerkometen zuteil. Nein, diesen Tag verdanken wir der Tapferkeit Marius, der uns die Royal Sticker unversetzt zurückgebracht hat. Das ist jedoch euer aller Verdienst, denn nur durch euren sehnlichsten Wunsch nach einem weiteren Stickerfest habt ihr dies erreicht. Leute, da kommt schon wieder Bowser. Was tust du da? Sag bloß nicht, dass du schon wieder versuchst, diesen Stickerkometen anzufassen. Weißt du, was ich denke? Ich denke, du bist ein Unruhestifter. Deine Unruhestifterei hat alle mächtigen Schwierigkeiten gebracht. Es ist auf jeden Fall nett, dass Mario mich mit seinem Wunsch zurückgeholt hat, aber... Aber wenn das Stickerfest jedes Jahr so läuft, sollte ich wohl besser mal meine Karrierepläne überdenken. Tja, Mario hat sich nämlich gewünscht, dass Kirsty wieder zurückkommt. So ist es ja auch geschehen. So Leute, jetzt kommt die Abschlussparade, die von Luigi angeführt wird, weil wir ihn fünfmal im Spiel gefunden haben. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, würden wir Luigi hier nicht sehen, aber in meinem Fall ist er hier zu sehen. Das ist halt die kleine Belohnung, das kleine Extra, wenn wir ihn überall gefunden haben, dann führt er die Parade an. Erinnert ein bisschen an das allererste Paper Mario. Ja, Paper Mario Sticker Star Staff Credits. Ja, das Let's Play ist endlich vorbei und es ist natürlich Zeit für ein Fazit. Ja, was soll ich sagen? Paper Mario Sticker Star unterscheidet sich ja schon sehr stark von den bisherigen Paper Mario Teilen. Ich persönlich finde, es ist der schwächste Teil der Paper Mario Reihe, nicht unbedingt ein schlechtes Paper Mario, aber ich finde, die Entwickler haben irgendwie zu viel an dem Spiel herumgebastelt und dadurch, wie soll ich das sagen, es fehlt einfach das gewisse Etwas, was die alten Teile ausgemacht hat. Story ist nicht wirklich vorhanden, zumindest wird da nicht sehr schön darauf eingegangen wie in den anderen Teilen. Das mit den Stickern an sich finde ich ja ganz nett, aber was ich überhaupt nicht gut finde in meinen Augen ist eben, dass wir eigentlich nur noch mehr kämpfen, um Münzen zu bekommen. Es gibt ja keine Erfahrungspunkte und kein Levelsystem mehr. Die Partner vermisse ich natürlich auch. Kirsty ist unsere einzige Begleiterin, aber sonst die Partner, wie wir sie früher in Paper Mario 1 und 2 hatten, die fehlen hier gänzlich. Also da hätte ich mir eigentlich sehr gewünscht, dass es hier Partner gegeben hätte. Also ich hoffe, dass das später wieder zurückgebracht wird, weil ich hoffe insgeheim auf ein neues Paper Mario für die Wii U. Angekündigt ist natürlich noch keines, aber wer weiß, vielleicht... kommt ja irgendwann eines und dann hoffentlich wieder so wie Paper Mario die Legende vom Äonentor, weil das ist in meinen Augen immer noch das beste Paper Mario. Ansonsten aber von den Rätseln relativ gut gemacht, das Leveldesign hat mir gut gefallen, an sich auch was man mit der Umgebung so machen kann, wenn man die richtigen Sticker einsetzt, fand ich auch sehr toll. Was ich auch wieder schade fand, ist, dass Bowser eigentlich das ganze Spiel über gar nichts gesagt hat. Ich meine, das habt ihr ja gesehen, der hat denn keinen einzigen Text und so, ja, und... Kamek selber hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen, der war irgendwie lästig. Ich hätte es besser gefunden, wenn man hier wieder die altbekannte Cammy Cooper eingebaut hätte. Warum sie dann einen gewöhnlichen Kamek genommen haben, verstehe ich auch nicht so ganz. Hier, die Villa Mysterie hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Zählt zu meinen Lieblingsleveln, weil man da einfach so viel machen kann. Die ganzen Dinge an sich fand ich toll, was es hier so aus der echten Welt gibt und überhaupt, was man dann damit anstellen kann und so. Also... Ja, wie gesagt, es ist so
ja, nicht gut, aber auch nicht schlecht, sage ich. Es ist ein mittelmäßiges Paper Mario, um ehrlich zu sein. Also, es hat mich jetzt nicht so sehr vom Hocker gehauen wie die anderen Teile. Also, von daher, sage ich jetzt mal, es ist gut, aber es hätte wesentlich besser sein können, ja. Also, wie gesagt, dass man das Spiel so sehr umgekrempelt hat, dass es überhaupt keine Erfahrungspunkte und keine Partner mehr gibt, das hat mir persönlich nicht so gut gefallen, aber ansonsten ist es trotzdem noch ein tolles Spiel, also es hat mir auch Spaß gemacht, es hier zu Let's Playen. Und ja, wie gesagt, schreibt einfach mal unten in den Kommentaren, welches Paper Mario Game für euch das Beste ist und warum, und überhaupt eure eigene Meinung über Paper Mario Sticker Star. Mir fällt jetzt eigentlich nichts weiter mehr ein, weil ich habe im Spiel jetzt eigentlich alles gezeigt und darf mich deshalb von euch verabschieden. Ja, das war mein Let's Play zu Paper Mario Sticker Star. Hoffen wir mal, dass es irgendwann ein neues Paper Mario für die Wii U geben wird. Die Chancen stehen ja gar nicht mal so schlecht. So, hier sehen wir jetzt nochmal die ganzen Bosse. Die waren auch ganz gut gemacht, die Bosskämpfe. Ja, hier ein paar Koopa und Bumerangbrüder und so weiter, Feuer- und Eisbrüder, ja. Also wie gesagt, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich danke, wie gesagt, fürs Zusehen. Das war mein Let's Play zu Paper Mario Sticker Star. Macht's gut, Leute. Bis zu einem neuen Let's Play-Projekt. Ach ja, und hier können wir übrigens auch nochmal die Fahnen sehen, die wir im Spiel geschafft haben. In meinem Fall sind es halt 4 von insgesamt 8. Ich habe alle Sticker gefunden, alle Geheimtüren aufgeklebt, alle Carpe Plus gefunden, noch alle Kometenteile gefunden. Und hier haben wir natürlich noch zum Schluss einen wunderschönen Paradewagen mit Mario und Prinzessin Peach und Kirsty, so wie es sein muss. Also, das war's jetzt aber wirklich von meinem Let's Play zu Paper Mario Sticker Star. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, Freunde.